Es ist die größte Veranstaltung des Jahres in Österreich. Rund 600.000 Menschen werden auch heuer wieder zum sogenannten Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt erwartet. Die Besucher verteilen sich zwar sowohl zeitlich als auch örtlich auf verschiedene Plätze, Straßen und Bühnen. Trotzdem sind die Sicherheitsbehörden bei dieser Dimension in höchster Alarmbereitschaft. Bei so vielen Menschen kann es nämlich auch ohne Gewaltakte relativ schnell zu einer Katastrophe kommen. Was Polizei und Veranstalter tun, um auf Probleme schnell reagieren zu können und eine Massenpanik erst gar nicht aufkommen zu lassen, zeigt Ihnen jetzt mein Kollege Peter Teubenbacher. Ein paar Kabel fehlen noch, dann ist sie fertig. Die Sicherheitszentrale des Wiener Silvesterpfades, eingerichtet an einem geheimen Ort. Sicherheitshalber, auch wenn es keine konkrete Bedrohung gibt, wie es immer wieder heißt. Sicherheitshalber gibt es heuer auch mehr Kameras, 19 Stück, die die Partyzone überblicken. Hochauflösend und so genau steuerbar, dass man sogar sehen kann, wenn jemand die Schuhbänder schlecht gebunden hat. Wir haben einen Rasterplan, den haben wir gemeinsam mit den Einsatzkräften entwickelt. Wenn wir zum Beispiel im Bereich der Bühne am Rathausplatz ein Problem hätten, dann kann ich im Rasterplan ablesen, dass es sich um das Planquadrat P13, Paula 13 handelt. Und das wird dann entsprechend weitergegeben und erleichtert so die Kommunikation und die Zufahrt. Mit diesem System soll vor allem auch das vermieden werden. Eine Massenpanik wie jene bei der Love Parade 2010 im deutschen Duisburg, bei der 21 Menschen getötet wurden. In Wien will man mit solchen Leuchtschriften zu große Ansammlungen vermeiden. Da steht zum Beispiel Richtung Stephansplatz links abbiegen. Und natürlich wird das personell durch das Ordnerpersonal auch durchgeführt. Also da stehen dann 20 Ordner und die leiten den Strom nach links ab. Per Funk ist die Sicherheitszentrale mit 300 Securities und Ordnern, 400 Polizisten und den Rettungsdiensten verbunden. Es wird so sein, dass Teile dieser 400 extra Polizisten schwere Waffen tragen, nämlich Gewehre tragen und auch dementsprechende Schutzwesten anhaben werden an bestimmten neuralgischen Punkten. Dazu kommen Polizisten in Zivil. Zum Beispiel spezielle Gruppen vom Landeskriminalamt, die sich allein auf dieses Phänomen des Antanzens konzentrieren werden, wo eben Männer Frauen umringen, um sie zu bestehlen oder sexuell zu belästigen, wie es eben in Köln vor einem Jahr passiert ist. Reicht das, glauben Sie, aus? Ich hoffe. Es wird ausreichen. Was sollen wir machen? Also im Moment fühlen wir uns einfach so, als dass wir auch mal die Zeit genießen und nicht daran denken. Ebenfalls verstärkt werden die Sicherheitsvorkehrungen in den Landeshauptstädten, wie hier in der Linzer Innenstadt oder bei der Party am Maria-Hilfer-Platz in Graz, an dem rund 20.000 Menschen erwartet werden. In Verdachtsfällen gibt es Sicherheitschecks an den Zugängen. Auch in Wien, wo die Massen sich aber noch weiter verteilen, auf 11 Bühnen und die halbe Innenstadt. Ich habe mich immer sicher gefühlt in Wien, ob jetzt da Security ist oder nicht, das ist mir ziemlich egal. Wir sind auch kurz nach dem Attentat nach Paris geflogen, weil es einfach der Moment entscheidet dann, wann man wo ist auf der Welt und wenn es sein soll, dann ist es so. Ja. Morgen werden hier zudem auch noch große Lastwagen anrollen, die einen Schutzwall zur Partyzone auf der Ringstraße bilden sollen. Sicherheitshalber.